Das ist ein Ei, ne? Das ist auch schon mal was. Ich glaube, wenn wir nicht so viel Scheiß quatschen würden, wäre das wirklich eine der langweiligsten Aufnahmen ever. Komm her. Ja. Wir fast nichts machen. Ja, ihr könnt doch in die Mine gehen und irgendwelche Action erleben. Ich muss hier warten mit meinen Hühnern. Da ist ja wieder eins. Ja, ich vor allen Dingen mit einem Herz. Ich erlebe jetzt heute noch die totale Action. Oh, wie süß. Da ist wieder so ein kleines. Hey, guckt mich an, wenn ich mit euch rede. Danke. Reicht das? In Höhe? Weiß nicht. 5-3 wird nicht reichen, oder? Hey, guckt mich an. Sollte, könnte. Wir können es mal ausprobieren. Ich hole mal ein Knochenmehl. Wir haben doch bestimmt noch Knochen, oder? Komm, du guckst mir auch an. Ach, jetzt hau doch nicht. Ja, danke. Ernte mal das Weizen ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nahrungszufuhr am Laufen halten. Wir haben schon 6 Hühner, meine Freunde. Es waren mal 10. Fortschritt. Fortschritt nach hinten. Ja. Hat was. Nach hinten. Haben wir keinen einzigen Knochen? Nee. Haben wahrscheinlich alle schon für Weizen verwendet. Ja, wahrscheinlich alles für die Weizen. Für die Weizenproduktion okay, muss man mal Weizen investieren. Hey, nein! Oh, jetzt habe ich einmal das... Oh. Nein, kommt hoch, blöden Viecher. Wir müssen einfach am nächsten Tag mal zählen, wie groß die Bäume draußen sind. Hey, die normalen. Komm hoch. Ist ja unterschiedlich. Du kannst Bäume haben, die nur 5 hoch sind, du kannst aber auch größere haben. Los, komm hoch. Es geht ja eigentlich um die normal großen, weil wie ganz groß wollen wir ewig zum Abbauen. Danke schön. Okay, da. Das ist du gerade fürs Palett aus, oder was? Ja, boah. Danke, Mann. So, jetzt aber 1, 2, 3, Volkszählung, 7. Demnächst bei den Pagan Gamers, das Hühnerballett, made by Swartberg. Da 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 da. Oh Mann. Nee, das eine Huhn hat vorhin wirklich getanzt. Wie so eine prima Ballerina. Yay! Dancing Chicken! Boah, hey. Gestern haben wir bei Jump and Run Labs so eine richtig geile Sache hingekriegt. Wir haben ganz viele Hühner auf so einem Block, oder Marcel hat ganz viele Hühner auf dem Block gespawnt und die dann geschlagen und dann sind die in einem Bündel nach unten. Also nicht auseinander, sondern in einem Bündel. Das sah total dämlich aus. Sowas und blöd. Ja, überhaupt kein Kaktus. Oh nein. Natürlich haben wir keinen Kaktus. Wir waren, glaube ich, noch nicht mal in der Wüste bisher. Ich will den Kaktus in dem Blumentopf. Mal, Huhn, was machst du da mit dem anderen Huhn? Ganz weit raus und dann auf einmal fapp, wieder rein. Und ganz weit raus und fapp, wieder rein. Das hört sich falsch an, aber falsch. Sowas von. Wollt ihr mal von dem Video machen? Nee, okay, schade. Oh, der ist Kühner jetzt Zuhälter Swartberg. Immer diese Evolution. Ah, super, wir haben wieder 2 zum Lieber machen. 8 Stück, yay. Kommt, gib mir die Erfahrung. Danke. Oh, ich bin ja so ein geiler Farmer. Welchen Level habt ihr denn eigentlich schon? Mein einziges Problem ist in der Nacht, die behindert mich in vielen Dingen. Auch du Huhn, jetzt rennt doch nicht wieder weg. Ach, ist der doch alle Kacke. Wow. Ja, mittlerweile bei 14. Ja, ich hab bisher genau einen Mob im Spiel getötet, glaube ich. Ich habe das ungute Gefühl, dass wenn ich nach Hause komme, dass Hühner spawnen, so direkt vor der Haustür. Flupp. Ich glaube, ich würde dich auslachen. Ja. Das wäre der tragischste Moment meines Lebens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eins ist irgendwie abgehauen. Das war ein großes. Ach, ist doch so kurz. 1, 2, 3, 4. Ja. Nee, es sind noch 8. Wir sollten vielleicht mal irgendwann diesen Lavafall zu machen. Ich habe noch die Sorge, dass wir da irgendwann mal reinlaufen. Ich finde es erstaunlich, dass hier im Dschungel überhaupt nichts los ist. Es ist noch nicht ein Monster mehr vorbeigelaufen, beziehungsweise steht hinter mir. Ich bin wirklich ziemlich erstaunt. Oh, ist der Tag. Geil. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich glaube, hier dahinter irgendwo. Ich habe irgendwie gar keinen Plan, wo ich überhaupt bin. Wo bist du jetzt hin, Kevin? Du warst doch gerade noch hinter mir. Ich bin nach rechts. Links. So, liebe Kinder, hört mir genau zu. Wir bleiben in Reihenglied. Bitte an die Hände fassen und mir nachher. Und da kommt noch ein Überweg. Also Vorsicht, nicht überfahren werden. Ich bin ein super Lehrer. Bevor ihr über die Straße geht, nach rechts und links schauen, ja, genau, liebe Kinder. Nach rechts und links schauen. Am besten immer zu mir schauen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Pusch! Wie war's, Apollo 3 Mann nicht dumm? Was war das nochmal? Nee, da war doch Schuh ist Manitou. Ja, da kam dazu. Ja. Ey, ist das ein Ei? Ich mag Züge. Ja. Okay. Die Odyssee Part 75 Milliarden. Kommt her. Ich sammle fix das Ei ein. Keine Gedanken machen. Wir gehen weiter. Weiter. Ach, gehen, du musst noch gehen. Dein Ei einsammeln. Oh, da ist noch ein Ei. Hatte ich einen Zufall. An derselben Stelle. Und es sind wirklich 2 gewesen. Hat er schon beide seine beiden Eier gefunden. Das ist schon mal was. Ich habe eben 8 Eier weggeworfen. Warum? Scheiße, warum muss ich unbedingt diesen Weg wählen? Ich weiß nicht, wie es hier nach oben geht. Behalt die Eier. Wir gehen da lang, Hühner. Kommt.
Warum hast du Warum schmeißt du eigentlich die Eier weg? Damit können wir noch mehr Hühner machen. Nein, ich hab die nur mitgenommen. Ich habe eben nochmal direkt da oben, es sind noch welche rausgekommen, was willst du denn? Ist doch alles gesmooft und geil, ein neuer Höhlenteil. Es wäre sinnvoller, die erst in unserem Hühnerstall versuchen zu züchten, weil... Lass mich die erste Mal nach Hause bringen, ja? Lass mich das erstmal überleben. Ja. Ich habe nämlich so Angst, dass gleich so hinter so ein hinterlistiger Creeper hinter diesem einen Bäumchen, hier sind ja genug, so vorbeikommt, mich so Hallo sagen will, aber feststellt, hey, das ist doch ein Mensch. Puh. Der will dich nur kuscheln, der will nur Hax. Ich will ja auch mit ihm kuscheln, aber er hat eine psychische Störung. Ich wollte ihn ja eigentlich schon in die Anstalt schicken, aber er explodiert nur. Ach, ihr blöden Hühner, jetzt backt euch nicht. Da ist egal, ob du Traumanalyse machst oder Bewegungstherapie. Ja, der explodiert einfach nur. Solange ich keine Schocktherapie mache, was überhaupt nichts gemacht hat, in meinem Fall leider. Ich habe wirklich noch aus Versehen drauf gedrückt. Ich wollte nur mal gucken, ob es noch was anderes gibt. Drück natürlich. Jetzt guck mich schon mal an, du Mistvieh. Ich hätte eigentlich denken können. Ja. Ich dachte nur in dem Moment, das macht jetzt nicht wirklich. Das macht er. Na, och. Ja, ich dachte, da kommt noch was anderes. Ich wusste ja nicht, dass es nur so Schocktherapie ist. So, kommt her, Mistviecher. Was wollte ich gerade holen? Ich wollte Fackeln holen. Eine Scheiße hier. Ja, letztens gerade irgendwann mal im Let's Play so, warum die Creeper überhaupt alles in die Luft jagen. In Wirklichkeit sind die einfach nur scheu und die greifen in Wirklichkeit nicht den Spieler an, sondern das Kamera-Equipment, das er mit sich trägt. Ich mag die Paparazzi nicht. Epic. Oh nein, jetzt habe ich doch nicht wirklich... Ach, Hühner, ihr seid doch blöd. Jetzt guckt mich doch wieder an. Ich habe doch ganz glückliche Weizenkörner für euch. Ja, man muss nicht aufpassen, dass das ist immer schlimm bei euch. So, jetzt gucken sie mich wieder an. Sehr schön. Guckt jemand, der die Samen Weizenkörner gibt. Mann. Ihr unanständiges Volk. Wieso? Ich glaube, ich habe das Heim gefunden. Oder wir sind nur so, wie du uns erzogen hast. Ich habe mit euch überhaupt nichts zu tun. Ich kenne euch gar nicht. Trotzdem hast du uns so erzogen. Hast du mich noch dran schuld, ja? So? Ja, ich natürlich. Ich dachte eher, dass die kulturelle Verbesserung natürlich daran schuld ist. Aber okay. Ich nehme die Schuld auf mich. Ich bin ja Bestandteil dieser... Von was für einer kulturellen Verbesserung sprichst du? Doch nicht etwa durch die hier gebliebenen Bürger, die schon immer hier waren. Hä? Egal. machen wir später. Das könnte zu politisch inkorrekt werden. Ach so. Ja, warte mal, meine Nase krabbelt. Hühner, eure Nasen können nicht krabbeln, ihr habt Schnäbel. Weißt du, wie ihr Tag ist? Ja, aber ihr Schnabel könnte krabbeln. Wie denn? Das ist doch nur. Das ist doch nichts Leben, Horn. Das ist doch nur Horn, ja. Das kann aber auch ziemlich wehtun, wenn ihr jemanden voll ins Horn. Achso. Oh mein Gott. Das war jetzt nicht mal beabsichtigt. Was meinst du denn, wie das bei mir ist? Denkst du, ich mach das mit Absicht oder was? Ja. Ach so. Weißt du, ich wag mich hier keine 5 Minuten. Ich seh Hühner! Vor. Komm hier lang! Na, Marsch! Alter, da steht er mit dem Schwert rum, gell? Ich sag dir. Nee, ich geh da nicht lang, weil da noch eine Höhle ist. Oder dieses Skelett mit dieser goldenen Rüstung da rum stand. Moment, und er wedelt mit seinem Schwert vor dir rum? Ach du Scheiße, was geht denn bei euch? Vertauerten Bogen. Oder, hä, achso, du meinst gerade, ach, weil er sein Schwert gezückt hat. Ach so. Ja, Wingardium Leviosa. Ach du Scheiße. Alter, das ging den ganzen Samstag so bei uns. Wingardium Leviosa. Das heißt Leviosa. Soll ich die Hühner bringen? Ich hab auch... Alter, wie soll denn das eigentlich werden, wenn ich wirklich nach Ilmenau ziehe und Alter, nicht irgendwo geht anders hin? Gibt's nur noch verballete Sachen, Mann. Ich hab nur noch Party gemacht, ja. Kommt her, ihr Süßen. Kommt her! Pass auf, jetzt kommt ein Creeper. Puff, alles tot. So, wir sind ja gleich da. So, seht ihr euer neues Heim? Willkommen. Hey, ihr zwei. Stehen geblieben. Nein! Ich kann Alter, meine, okay, ich hab eindeutig zu viel Minecraft gespielt. Meine Hand schläft gerade ein. Dann machst du irgendwas falsch. Komm her, du Huhn. Komm her, guck mich an. Die Rechtlichen kann ich damit sehen. Komm her. Jetzt hat er mich. Oh nein! Ein Ei! Es hat schon wieder so plöpp gemacht, das ist total geil. Plöpp! Kommt da ein Ei raus. Einfach mal so. Ey, Galantan, kümmere du dich mal drum. Oh fuck. Kümmere dich nicht drum. Fuck, warum? Jetzt hab ich sie weggeworfen, ey, ist doch zum Kotzen. Komm her. Alter, jetzt haben wir sie vom Haus stehen und dann jetzt hier, klar, scheint es noch daran, dass sie nicht rein wollen oder wie? Kommt her, ey, verdammt. Manchmal kommen die nicht durch Türen oder Tore. Also so nah sind wir noch nicht beim Haus. Ey, wir sind direkt davor. So, jetzt hab ich's. Ja, aber. Es gibt irgendwie so ein. Oh, nein. Kommt her, Mann.
Viecher ist. Nein, jetzt. Oh, blieb. Da kam wieder ein Ei raus. Sau geil. Jetzt verwirr die nicht doch. Jetzt geht schon mal alle weg. Die haben nur Angst. Die vertrauen nur einem. Das bin ich. Ich beobachte. Ich habe am meisten mit ihnen zu tun gehabt, ja? Ich habe ihnen am meisten Samen, Weizenkörner gegeben. Oh nein. Lass es. Ich hole die Eier. Am Arsch, hau ab. Du verwirrst die. Ah, okay. Kevin holt auch noch Eier. Oh, guck mal, da kommt die ganze Armee hier. Die ganze Marcel-Armee. Warum haben die eigentlich grüne Ärsche? Was? Hä? In meinem Texturenpark haben die gerade grüne Ärsche. Was hast du für einen Texturenpark? Wolfhounds! Kommt rein. Oh nee, seid doch zum Kotzen. Alter, mach den Scheiß hier kaputt, ich will die da drin haben. Kommt die. Ach, jetzt geh doch mal weg! Super, jetzt habt ihr. Nur durch diesen kacke Eingang. So, jetzt kommst du rein, ich hab die Druckplatte mal weggemacht. Ach, da liegt's wohl. Ja, super, jetzt wollen sie wieder nicht. Ach, ihr seid doch blöde. Kommt der bei Fuß. Ups, das Huhn zu dir. Nee, doch nein. Flipp. Los, hoch mit dir. Ich kann dir nicht helfen. Ja, nein. Hallo. Ups, sie rüber. Ich hab doch Körner für euch. Jetzt, nein! Nicht Suizid begehen. Ah, ich weiß, das ist schwer, aber nein! Tu es nicht! Nicht jetzt! Vor dir. Siehst du jetzt mal wieder jemand für die Psychiatrie hier. Ach komm, ich nehme jetzt mal die mit, die ich habe. Ja, super, ich habe keinen mehr. Nur so ein kleines Mystery. Komm her, fix eins. Wir versuchen die jetzt gerade zu dritt da reinzulocken. Weißt du, ich hab die durch den Dschungel, durch sonstige Biome geschickt, aber jetzt von der Haustür wollen sie die mehr oder was? Die sind einfach nur. Ja, weil. Oh Mann, jetzt geht mir doch mal aus dem Weg. Es liegt doch nur an euch. Ihr steht total im Weg. Wie sollen die denn da rein? Guck mal, die gucken euch nicht euch an, weil sie mich nicht angucken können. Hier, guck mal, eins hab ich. Guck mal. Wir wissen, glaube ich, auch gerade nicht, wen von uns beiden da gucken soll. Ja, ist mir jetzt wurscht. Ist mir jetzt wirklich wurscht. Wo ist meine verfickte Axt? Mach den Scheiße kaputt. Alter. Jetzt ist da oben, muss ich jetzt wirklich nicht kaputt machen. Ist mir wurscht. Ja. Das reicht eigentlich so. Wann würde ich die denn nicht kaputt machen, sonst fallen die nach der Reine kommt nicht mehr hoch. So, ihr Hühner, bei Fuß jetzt hier. Aber kein Pardon hier. Oh, Dirk Bach ist ja tot. Oh, schade. Wie kommst du jetzt darauf? Weiß ich, weil kein Pardon und das Musical. So. Nee, ich habe ja nichts gegen Dirk Bach. Dirk Bach gehabt. Dirk Bach. Nein, jetzt. Oh, ihr Hühner. Jetzt folgt mir doch. Warte. Mir egal. Die andere meine Runde draußen. Ist beendet. Ich habe genug von Hühnern. So, wo warum schauen Sie mich an? Ich habe nicht mal Weizen in der Hand. Jetzt habe ich Weizen. Wo ist denn der Kackstall? In der Hand. Bei den Betten. Bei den Becken. Ach, bis hier hinten. Ach, einen besseren Platz hätte ich den nicht suchen können. Hä? Weißt du, damit ich den ganzen Tag hin. Dieses Hühnergeräusch im Ohr habe oder was? Also, das ist sehr klein. Ne? Naja, egal, was soll's. Ja. Können wir ja noch vergrößern, aber. Hallo, jetzt folgt mir, du scheiß Huhn. Ihr habt so viel hindurch gebracht und jetzt scheint es daran, dass ihr nicht mehr rein wollt. Kommt ihr, ja, komm. Alter, guck mal, die vertrauen nur mir. Also, weil ich ihnen ganz viele Körner gegeben habe. Der verzweifelte Versuch, ein harmloses Wort zu suchen, finden. Versuch finden. Oh, wir haben zwei Stahl, Kommt der. Oh Mann. Jetzt lauft nicht raus, dann lauft. Jetzt hab ich Schluck auf, deswegen. Ihr seid dran schuld, ihr Hühner. Och man, das ist doch zum Kotzen. Sie wollen ins Wasser, sie wollen so unbedingt ins Wasser. Ja, als ob sie nicht eben schon genug waren. Wie viele haben wir da drin? So, kommt her. Boah, wartet mal. Jetzt hast du sie mir wieder abgelockt, ich hatte sie gerade dran. Sorry. Boah, Kacktür. Jetzt. Na dann, schick sie mal rein. Ja, die Tür ist zu. Wem laufen sie jetzt hinterher? Lass sie nicht raus. Ah! Achso, da sind sie. Ey Leute, ihr werdet noch sterben, weil er Hühner nicht... packt einzubuchen. Alter, ich habe zwei Nächte mitten in der Nacht draußen mit diesen Hühnern verbracht und habe überlebt. Bin ich ein halbes Herz verloren. Nischt. Die nächsten sind drin. Mir egal, lass sie drin. Das reicht. Da sind genügend hier drin. Hier, das andere. Geh zu dem anderen. Geh zu dem Gefährten. Du! Nein, die sind dir hinterhergelaufen, du! Hast sie fast alle wieder rausgelockt. Blöd gelaufen. Eben. Und warte mal, jetzt packe ich die Körner. Weiß nicht, ob die Jungen überhaupt darauf reagieren. Doch, die schauen mich alle an und laufen hinterher. Warum sind denn alle Türen? Die Jungen sogar besser als die Erwachsenen. Ja, weil ich gerade versuche, sie wieder richtig reinzubringen. So, das reicht. Da sind genug drin. Schubst die auch nochmal rein, genau. Stirb, Huhn. Jetzt pack ich das Weizen. Stirb einfach. Mann. So, und jetzt versuchen wir mal irgendeine Schleuse oder sowas da reinzubauen. Haben wir noch Gras? Ich brauche jetzt Gras. Zum Füttern, natürlich. Ich hab gedacht, zum Rauchen. Das würde jetzt auch schaden, aber... Nein. Da sind noch Hühner. Ey, wollt mich verarschen? Sind da zwei Hühner da draußen oder was? Haben wir noch Weizen? Das sind wahrscheinlich noch von gerade.